Heute gucken wir uns mal wieder das Meta an, weil wir bald ja in London spielen werden. Also ich nicht, aber die meisten von euch. Ich habe mir gedacht, ich werde euch heute einmal die Decks zeigen, die im Meta relevant sind. Und ich werde euch für die besten Decks schon mal so ein paar Decklisten zeigen, damit ihr halt wisst, was wird da so gespielt. Zitiert mich jetzt nicht, was die Decklisten angeht, denn vielleicht wird es da verschiedene Varianten geben. Logischerweise ist eine YCS, eigene werden ihre eigenen Texte reinpacken. Also damit ihr schon mal versteht, wieso die Top-Decks funktionieren sollen. Hier ist meine Tierliste. Ist eben aufgebaut in Deck to Beat T1, T2, T3, viel Potenzial und halt nicht competitive. Ich erkläre das mal ganz kurz für alle, die es noch nicht verstanden haben, wie das hier funktioniert. Das Deck to Beat ist immer das T1 Deck, auf das sich die meisten Decks vorbereiten, weil die erwarten, dass das die höchste Repräsentation auf dem Turnier hat. Das heißt, das Deck to Beat ist logischerweise in diesem Format Kashtira. Kashtira ist ein T1 Deck, wovon die meisten Leute erwarten, dass sie das sehr, sehr viel sehen werden, vor allem halt in London. Ich zeige euch kurz einmal eine Deckliste. Das sieht ungefähr so aus. Die meisten Leute werden logischerweise gucken, dass sie halt diese Karten hier maximieren. Ne, 3 Fenrir, 3 Unicorn, 2 davon, 1 davon, 1 davon. Dann halt die 3 Theosis, die 3 Field Spells, die 3 Birth. Das sind halt so die Karten, die halt in der Engine super wichtig sind. Und dann ist der Rest so ziemlich Non-Engine. Ihr habt halt ein sehr großes Package, was Non-Engine sein kann. Und die meisten werden auf Riseheart Pass senden, wenn die nicht für kompletten Zone Lock gehen. Was davon abhängig ist, ob wir in die Biro-Informate viel sehen werden. Wir sehen jetzt hier in diesem Kashira-Deck zum Beispiel. Da ist jetzt keine Biro drin, da sind Eclipse drin und Books. Und Impermanence und Ash. Das kann sich logischerweise aber auch ändern. Da sind auch Lanzen drin, weil viele Boardbrecher erwarten. Gehen wir wieder aus unserer T-Liste zurück und gucken uns einmal die T1-Stacks an. Das sind einmal Despia. Despia ist jetzt natürlich die letzten Wochen so ein bisschen runtergefallen. Ich werde trotzdem vermuten, ich vermute trotzdem, dass wir auf der YCS in London sehr viele Leute sehen werden, die Despia spielen werden. Weil die haben einen Turnskip mit dem Gimpack-Beding. Das heißt, wenn die halt first gehen im zweiten Game, können die automatisch halt ein Game quasi easy gewinnen, wenn ihr das nicht aufhalten könnt, wollt oder warum auch immer. Und deswegen werden viele Leute das Deck spielen. Die Deckliste sieht ungefähr so aus, ist jetzt nichts super Spannendes dabei, es gibt ein paar Non-Engine-Karten, wie jetzt halt die Ashes, wie die Nibirus und wie die jetzt die Eclipse zum Beispiel, die können natürlich auch andere Karten sein, es könnten Kaijus sein, das könnten einfach grundsätzlich andere Karten sein. Wir sehen aber den Trend hier auch wieder, das geht so Richtung Dragoon, dass viele versuchen werden Dragoon zu spielen, die möchten Mirrorshade setupen, die werden euch Brandon Retter hinlegen, damit die Chimera bauen können, ein sehr sehr starkes Board, also alles in allem ist das ein sehr gestreamlinedes Deck, die Combo über halt Lubellion mit Sarunir, um halt den Mercury zu bekommen, über Lost. Das sind alles Sachen, die halt wirklich echt gut sind. Und ihr solltet auf jeden Fall wissen, dass das ein Format ist und dass es sehr viele Leute spielen werden. Weil das Deck selber ist auch nicht so teuer. Die einzigen teuren Karten sind wirklich Cartesia und der Lubellion da drin. Und vielleicht mittlerweile der Lagoon wieder im Extra-Deck, die so ein bisschen was kostet. Der Rest kostet halt wirklich nicht viel. Das heißt, Leute, die halt ein kompetitives Deck spielen wollen und nicht so viel investieren möchten, ist das, glaube ich, gar kein so schlechter Pick. Wenn das Deck halt gut spielbar ist. Das nächste Deck im T1 habe ich einmal Sprite. Und Sprite hat natürlich jetzt letzten Events relativ gut abgeschnitten in verschiedenen Variationen. Wir haben viele Adventure-Sprites gesehen, viele Live-Train-Sprites, viele Pur-Sprites, die ja wirklich halt nicht schlecht performt haben. Und das liegt einmal daran, weil die Engine von Sprite ziemlich solide ist, auch ohne 11, obwohl es natürlich mit 11 besser ist. Logischerweise, jetzt natürlich nicht mehr möglich. Aber es kann sich extrem gut anpassen, was die besten Decks sind. Und das Format aktuell ist so ein bisschen fokussierter auf halt Despia, Kashtira, Sprite und gleich noch die Sachen, die im T2 kommen. Deswegen kann sich Sprite so ein bisschen besser darauf vorbereiten und gegebenenfalls die Non-Engine-Karten austauschen gegen andere Sachen. Und deshalb glaube ich schon, dass Sprite ein extrem spannender Contender ist für das Format. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz zwei Decklisten. Einmal eine Live-Train-Variante und einmal so eine pure Variante. Hier ist einmal das Live-Train-Ding. Wie ihr seht, die Livestream-Engine selber, die ist halt ein bisschen größer. Ihr habt halt die drei hier, die zwei, die eine hier und halt die Livestream-Karten. Also ihr habt nicht so viel Platz für Non-Engine. Ihr habt halt wirklich nur hier die Book of Moon, die hier und die. Es sind trotzdem gar nicht so wenig Plätze. Das Extra-Deck sieht auch relativ solide aus. Da passiert jetzt nicht ganz so viel. Aber die können extrem viele Ressourcen aufbauen. Und im Grind-Game ist das wahrscheinlich sogar besser als das pure Sprite. Weil die brauchen dann wieder nur Access zu einem von diesen Monstern, um halt weiterspielen zu können, um irgendwas zu zerstören, was zu ziehen. Ich glaube schon, dass das im Grindcamp ziemlich, ziemlich gut ist. Ich zeige aber trotzdem nochmal eine pure Sprite-Liste. Einfach, damit ihr das gesehen habt. Hier ist jetzt eine Kombination drin zwischen den Melfis und dem Swapfrog. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, aber damit ihr einfach versteht, okay, das Deck kann sowas machen. Ich bin jetzt mit der Deckliste nicht unbedingt ganz einverstanden. Aber ungefähr so könnte das aussehen. Es könnte sein, dass wenn ihr Pech habt, gegen Sprint spielt, Toad, Crossfire, das Melfi
und halt den Herald, der logischerweise halt das machen kann, und eine Carrot. Das ist ein krasses Endboard, plus ein, zwei generische Karten noch, weil jetzt hier wirklich nur Ash Blossom drin ist und halt der Nibiru. Der Nibiru wird in dem Fall nicht viel machen. Aber das ist trotzdem sehr scary, wenn das Deck durchgehen kann. Also auf jeden Fall considern, dass das Deck wirklich gut ist und ihr mal wisst, wie sowas aussehen kann. Fenrir ist, by the way, eine sehr nette Addition, die wahrscheinlich sehr viele Sprite-Spieler adaptieren werden. Ich persönlich habe es auch getestet mit Fenrir. Ich finde Fenrir in dem Deck richtig gut. Also, passt auf, Fenrir ist eine Karte, die auch in Sprite gespielt wird. Nicht nur in Kashtira, das heißt, wenn euer erstes Summon vom Gegner Fenrir ist, würde ich vielleicht überlegen, ob man das impfen sollte, weil das halt auch ein Sprite-Tag sein kann, was halt dann für Gigantic oder für Sprint geht, wo die Impfen halt deutlich besser gewesen wäre. Und das sind für mich die Decks, die so im T1 sind. Also Kashtira, Despia und Sprite. Das sind für mich die drei besten Decks im Format. Es gibt natürlich nicht nur die drei besten Decks, es gibt auch die Decks, die dahinter kommen. Und die werde ich mal ganz kurz überfliegen, euch kurz mal ein paar Decklisten zeigen, damit ihr versteht, okay, die sind auch da und die sollten wir vielleicht nicht vergessen. Das sind Decks wie Labyrinth, wie Mavmec, wie Naturia Runic und wie Swordsoul. Das sind für mich so die Decks, die am nächsten dran sind, dass die wirklich viel reißen können. Ich erwarte, dass wir alle diese 7 Decks, die wir jetzt hier haben, nachher im Top-Cut sehen. Würde ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass alle die 6 irgendwo da auftauchen. Ich werde euch mal ganz kurz ein paar von diesen Decklisten zeigen und euch so ein bisschen so die Stärken und Schwächen davon zeigen und euch so ein bisschen darauf vorbereiten, worum geht es denn überhaupt, was die Decks so accomplishen wollen. Hier ist einmal Labyrinth. Ihr seht jetzt hier, die Liste ist von Ryan Yu, also schon ein bisschen was her. Aber die Deckliste hat sich jetzt nicht super viel geändert, denn die spielen immer noch Prosperity. Viele von denen spielen wirklich Duality, was sehr krass ist. Die spielen Karten, die was removen können. Die spielen D-Barrier, das ist ganz, ganz wichtig, weil die D-Barrier wieder resetten können mit verschiedenen Engine-Karten. Und die Engine von Labyrinth, wie ihr seht, ist halt super klein. Plus halt die Karten, die halt rauspatchen können, was halt ziemlich gut ist. Das Extra-Deck meldet in der Regel nicht so krass. Es sei denn natürlich, die spielen halt Punishment, wie jetzt hier in dem Fall. Punishment ist eine gute Karte, weil die logischerweise aufs Extra-Deck halt gar nicht zugreifen. Ein sehr gutes Deck, wenn ihr es schafft, wirklich First zu gehen. Und Go Second kann das Deck auch ein bisschen Schaden anrichten, aber nicht so viel. Das heißt, ihr müsst gucken, dass ihr die ganzen Backrow-Sachen irgendwie aufhalten könnt. Hier ist so ein klassisches Mavmec-Deck. Der Vorteil von den Mavmec-Decks ist halt immer, dass die halt sehr, sehr viel Non-Engine spielen können. Das heißt, viele Handtraps, viele andere Karten, wie jetzt hier den Lava-Golem, der als Bridge genutzt wird, der logischerweise aber auch relevant sein kann, wenn er halt kommt. Oder auch der Kaiju, der super ist. Eccentric ist eben drin als Bridge, um halt andere Karten zu suchen. Aber Eccentric ist logischerweise auch ein Spelltrap, Zerstörkarte. Ist also auch gar nicht so eine schlechte Idee, das vielleicht zu integrieren. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Eccentric spielen werden, aber ich glaube schon, dass wir viele von diesen Karten sehen werden. Vielleicht jetzt nicht Wähler, nicht Bell, aber Ash auf jeden Fall. Die Kernstrategie von dem Deck ist halt super simpel. Ihr macht eure kleine Combo, established die Fallenkarte, das Ding hier. Und wenn ihr das habt, könnt ihr in der gegnerischen Runde eine Handkarte auf den Friedhof legen, eine Zauberkarte auf den Friedhof legen und ein Monster auf den Friedhof legen. Und der ist dann noch ein Negate. Das heißt, er kann theoretisch euch 4 Karten klauen. Das ist ganz schön scary, wenn daneben noch was anderes liegt. Wie eine IP, die euch noch was wegmischen kann mit Unicorn zum Beispiel. Weil jetzt hier ist kein Unicorn drin zum Beispiel, aber meinetwegen ist ein Heatsoul, der noch Handtraps reinziehen kann. Dann haben die vielleicht noch 2, 3 Handtraps. Richtig, richtig scary, das Deck, wenn ihr mich fragt. Kann ich nicht so viel zu sagen. Das Deck selber, wie ihr seht, sieht aus wie ein kleiner Haufen. Das hier ist eine gute Karte, das ist eine richtig gute Karte, der kann Monster-Effekt annullieren. Das kann er zweimal pro Runde machen, wenn das Ding da liegt, weil er muss halt, muss Naturium-Monster tributieren und diese Karte. Und der sagt einmal pro Spielzug, kannst du halt anstatt das 2 Karten vom Deck auf den Friedhof legen. Ist also auch ganz okay. Die Karten sind für Utility da, logischerweise. Die Karte ist nicht Monster mit höheren Special-Sammeln von Grave oder von Hand, ziemlich gut. Die Runic Engine brauche ich euch nicht erklären, das ist einfach eine sehr gute Engine. Aber der Vorteil für euch ist, das Deck kann euch selten umbringen, weil es halt nicht angreifen kann. Und da müsst ihr so ein bisschen den Benefit rausziehen, dass es euch nicht angreifen kann. Natürlich ist trotzdem die Engine mega stark und jede Runde bis zu 2, 3 Karten ziehen zu können, ist schon ziemlich gut. Und das Deck zieht in der ersten Runde sogar 4 Karten, wenn es halt mit Runic startet und halt Access zu der Naturia Engine hat, weil es über Korallendrache und halt über die Runic Sachen 4 Karten ziehen kann in der ersten Runde. Das ist schon ziemlich gut. Und Swordsoul Tenji, hier seht ihr die Deckliste, die hat sich in den letzten Monaten auch nicht wirklich verändert. Es sind ein paar Karten dazugekommen, ja, wie das Ding hier zum Beispiel, da wird ein bisschen was machen kann. Viele gehen wieder auf die Line, viele machen auch Baroness, weil sie Angst vor Nibiru haben. Hat sich nicht wirklich viel geändert bei dem Deckbild in den letzten Monaten. Aber ist es natürlich trotzdem ein Deck, was halt gar nichts verloren hat zu Banlist. Das ist halt ganz wichtig. Und die Andecks sind alle so ein bisschen fairer geworden. Dadurch ist halt Swordsoul wieder in dem Bereich, wo es zumindest halt angreifen kann und gegebenenfalls auch ein paar Tops erzielen kann. Ich hoffe nicht, dass das Deck stark genug ist zu gewinnen, aber es ist ein relativ konstantes Deck für das, was es machen möchte. Deswegen glaube ich schon, dass wir halt auch einige davon im Top Cup sehen werden. Das war es jetzt mit den Decks, wo ich auch für euch Decks habe, die ich euch zeigen kann.
Jetzt werde ich aber ganz kurz ein bisschen über die anderen Decks reden, die jetzt in den loweren Tiers da sind, die ihr auf jeden Fall aber in London und im generellen Meta antreffen werdet. Dazu zählt einmal Flew on the Reese. Das Deck ist zwar deutlich, deutlich schlechter ohne die Statue, aber es ist trotzdem ein Deck, was euch mega nerven kann, je nachdem, was für eine Deckstrategie ihr spielt. Denn Kaizen und Apex sind halt trotzdem gute Karten. Und auch der Mega Monarch, der euch die Karten ins Deck zurücklegen kann, ist halt ziemlich gut. Ich glaube auch nicht, dass es halt im Großen und Ganzen genug tut. Und es blickt halt in der Engine halt sehr, sehr viel. Deswegen kommt vor, erwartet, dass es kommt, spielt ein paar Mal dagegen, bevor ihr halt wirklich auf das Event geht. Und dann solltet ihr eigentlich fein sein. Das gleiche gilt für Trap Tricks. Es ist halt ein Deck, was sehr viel auftreten wird, weil das halt sehr affordable ist für die meisten, die halt gerade beim Yu-Gi-Oh! Anfangen, die Yu-Gi-Oh! Spielen möchten, die wirklich auf den YCS gehen möchten und nicht so viel Geld für das Deck haben, sondern mehr für die Reise ausgeben möchten zum Beispiel, ist das ein guter Pick. Das Deck ist, wenn das First geht, echt strong, wenn das einen vernünftigen Piloten hat. Go Second macht es nicht so viel. Das heißt, wenn ihr den Würfelwurf gewinnt, sollte das nicht so schwierig sein. Wenn ihr den verliert, könnte das für euch kritisch ausgehen. Bereitet euch zumindest darauf vor, dass ihr das Deck facen werdet und versucht zu verstehen, wie das funktioniert. Damit ihr halt das interrupten könnt. Ihr könntet zum Beispiel die Sarah ashen, das ist halt kein schlechter Effekt. Ihr könnt, by the way, nur den zweiten Effekt ashen, der halt Monster aus dem Deck specialt, nicht das Setzen der Fallenkarte, das geht leider nicht. Aber das ist halt schon mal ein guter Move auf jeden Fall, dass man da sagt, okay, ich versuche halt die Sarah irgendwie zu removen, weil die ist halt der drin Angelpunkt von diesem Deck. Haben wir einmal hier Plants. Ich nehme jetzt als Plant für Rika, San, Avalon und alle Shenanigans, die die halt machen können. Das Deck selber, wenn es halt First geht, ist das sehr scary. Es legt ja mehrere Interruptions hin, auch sehr viele verschiedene Arten von Interruptions. Viele von denen spielen Floodgates im Main Deck, wie jetzt Rivalry oder Gozen. Das kann sehr, sehr schwierig sein. Wahrscheinlich werden die meisten sich auf Gozen einschießen, weil Gozen gegen Kashtira besser ist. Aber damit ihr schon mal gehört habt, das Deck macht was und das Deck spielt Floodgates. Also auf jeden Fall im Side Deck irgendeine Form von Removal für Floodgates haben. Denn wir werden wahrscheinlich San Avalon, Ricker, Plants in irgendeiner Form ansehen. Und viele von diesen Leuten werden auch Floodgates spielen. Jetzt nicht nur in dem Deck. Gegen Labyrinth und gegen Naturia ist logischerweise auch Backroom Move ziemlich gut. Ich glaube, dass Cosmic eine ganz gute Karte in dem Format aktuell ist. Und dann haben wir noch einmal Plunder Patrol Adventure. Das ist ein Deck, was immer wieder auftaucht. Ich kann euch nur sagen, dass so gut wie jeder Effekt von den Plunder Patrol Karten ashbar ist, weil die fast alle eine Karte ziehen. Deshalb sind die auf jeden Fall ashbar. Die Engine mit den Adventure ist halt für das Deck ziemlich gut, weil die meisten Monster sich equippen, man andere. Und die schützen ja quasi einmal pro Spielzug durch Kampfzerstörung. Das ist halt auch nicht schlecht. Und das kann relativ easy ein OTK rausdrücken. Die meisten werden wahrscheinlich Richtung Adventure gehen. Es gibt ja auch ein paar Runic-Varianten, die vielleicht auch gar nicht so kacke sind. Einfach mal drüber nachdenken. Ihr erwartet, was da mehr vorkommt. Ich glaube, dass es eher das Plunder Adventure Deck ist. Und ich glaube schon, dass wir das sehen werden. Das, denke ich, ist so das Format, was wir in London erwarten werden. Also diese Decks, die Kashtira, Despia, Sprite, werden die am meisten vertreten sein werden. Labyrinth, Melfmaid, Naturia, Swordsoul werden versuchen, so ein bisschen oben mitzumischen. Werden auch da sein, nicht so krass wie die anderen Decks wahrscheinlich. Dann werden wir mit den Birds, mit Trap Tricks, mit dem Plant und dem Planner Deck noch einen großen Anteil haben an Decks, die halt wirklich halt da auftauchen. Die werden auch gespielt werden. Und dann gibt es noch so ein paar Decks, wo ich glaube, dass die Potenzial haben, dass die in London auftauchen werden. Und das sind so Sachen wie Dragonlink, wie Tierschizu, wie Dark World, wie Runic Stun. Das sind so Decks, wo ich der Meinung bin, ihr solltet wissen, dass diese Decks existieren. Ich würde jetzt mich speziell darauf nicht vorbereiten, aber ich würde vielleicht trotzdem mal so ein, zwei Games gegen so eine Art von Deck spielen, damit ihr wisst, was das Deck macht und was es tun soll, damit ihr versteht, wie kann ich es am besten interrupten. Denn das Deck selber, also die Decks selber, die tun nicht so krass viel. Tierschizu ist ein extremer Gamble geworden. D-Link, es gibt diese extrem krasse Combo-Variante, die durch jede Handtrap stirbt. Es gibt die Bisschen Control-Variante, die halt im aktuellen Format nicht so geil ist, weil die halt die ganzen eigenen Karten managen müsst. Wenn ihr aber viele Dark Monster selber spielt, dann ist das vielleicht für euch doch sehr scary, wenn ihr halt alle bisschen da spielen. Und das Runic Stun Deck ist nervig. Und wenn ihr nicht angreifen könnt, könnte das für euch ziemlich, ziemlich blöd ausgehen. Deswegen auf jeden Fall wissen, da ist was da, das müsst ihr aufhalten. Dark World ist ein sehr High-Roll-Deck, das heißt, die können euch extrem hops nehmen, die können sich aber auch selber extrem hops nehmen, deswegen, ich weiß nicht, wie viele Leute das spielen werden, weil es Go Second ganz okay ist, Go First eher weniger gut und viele spielen ja mittlerweile auch Droll im Main Deck. Das ist natürlich gegen Dark World auch ziemlich gut. Sprechen wir ganz über die Decks, die jetzt nicht competitive sind. Das sind alles Decks, die jetzt nicht unbedingt im Meta viel mitmischen, aber wo ich der Meinung bin, dass die trotzdem auftauchen könnten. Vielleicht einer in 11 Runden, wenn ihr an den loweren Tables spielt vielleicht. An den High Tables erwarte ich von diesen Decks eigentlich keins, aber ich könnte auch überrascht werden. Dazu zählen Sachen wie Exorcister zum Beispiel, wie Poorly, wie Marincis, Madolche,
Mikanko als Engine oder als Combat Stack, vollkommen egal. Ignista, Tribigates, meinetwegen Tribigates Bite. Dogmatiker, könnt ihr euch meine richtig rausnehmen, wenn die halt anfangen. Dann Pendulum, also die Dracostyle-Variante. Und Drytron könnte ich hier hinpacken. Ich würde Drytron aber ganz gerne hier hinpacken. Zu viel Potenzial. Denn dadurch, dass die Leute anfangen, weniger Biss hier zu spielen, also eigentlich gar keine, und Kastira, wenn ihr das nicht selber spielt, und könnte Drytron euch schon aufhalten. Sagen wir es mal so, und euch ein bisschen den schlechten Tag bereiten. Ich glaube wahrscheinlich sogar, dass das Drytron-Deck das Deck mit dem meisten Potenzial ist von den Decks, die jetzt hier sind. Dass ihr wahrscheinlich sogar häufiger antreffen könntet als nur einmal, vielleicht sogar zweimal. Weil schon wahrscheinlich viele Leute wieder Drytron versuchen werden zu spielen. Weil es ist Support angekündigt worden, das heißt, viele haben wieder Bock, das Deck zu spielen. Ja, vielleicht könnte es das sein, dass es halt in der YCS auftaucht. Das ist mein Deck für das Meta in London. Nehmt es, wie ihr wollt. Das ist meine Meinung. Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare und lasst mir gerne mal ein Like da, wenn ich sowas für euch häufiger machen soll. Und sagt mir mal Bescheid, wie ihr das findet, wenn ich euch so die Decklisten zeige von so den besseren Decks. Oder ob ihr quasi mehr Decklisten haben wollt von anderen Decks. Oder ihr gar keine Decklisten haben wollt. Würde mich mal interessieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.